Dieses Video zeigt, wie Sie verschiedene Elemente in Ihr Video einblenden können. Sie können in Ihrem Video zum Beispiel ein Bild einblenden, verschiedene Formen, Text oder ein Video. Zusätzlich können Sie bestimmte Bereiche in Ihrem Video verschwimmen lassen oder hervorheben. Um in Ihrem Video eins dieser Elemente einzublenden, öffnen Sie das Video, klicken Sie auf Bearbeiten und dann an die Stelle in der Zeitleiste, an der das Element eingeblendet werden soll. Klicken Sie auf Tools und wählen Sie Einblendung. Hier finden Sie die eben vorgestellten Elemente wieder: Bild, Form, File, Text und Video. Und die Effekte Verschwommenheit und Highlight. Die Optionen zum Einblenden sind bei allen Elementen sehr ähnlich und werden in diesem Video anhand eines Bildes und eines Files beispielhaft erklärt. Klicken Sie auf das Bildelement und wählen Sie ein Bild aus. Ziehen Sie es in die gewünschte Größe und Position. Über Stil können Sie das Aussehen des Bildes verändern. Mit Hilfe des Play-Buttons oberhalb der Zeitleiste können Sie sich die Einblendung ansehen. Durch Verschieben der blauen Striche können der Start und der Endpunkt der Einblendung angepasst werden. Klicken Sie mit der Maus in den blauen Bereich, um wieder in die Bearbeitungsoptionen zu kommen. Hier können Sie noch den Übergang für die Ein- bzw. Ausblendung festlegen, indem Sie auf Nach innen bzw. nach außen klicken. Es stehen jeweils drei Typen zur Verfügung: Fade, Pop und Keine. In diesem Beispiel wird Pop für die Einblendung und Fade für die Ausblendung gewählt. Mit dem Play-Button können Sie sich das Ergebnis ansehen. Bestätigen Sie die Einblendung mit OK. Klicken Sie nun erneut in den Zeitstrahl, um einen Pfeil einzublenden. Wählen Sie Tools, Einblendung und Pfeil. Ziehen Sie den Pfeil in die gewünschte Größe und Position. Über Quick Style können Sie das Aussehen des Pfeils verändern. Um auszuwählen, in welcher Ebene die Elemente zueinander angeordnet sein sollen, klicken Sie auf Schichten. Hier können Sie nun den Pfeil vor bzw. hinter das Bild legen. Bestätigen Sie die Einblendung des Pfeils mit OK. Um ein bereits angelegtes Element zu bearbeiten, klicken Sie auf die entsprechende Stelle im Zeitstrahl und wählen Sie das Element aus. Sie können das Element nun weiter bearbeiten oder über das Papierkorb-Symbol entfernen. Wenn die Bearbeitung des Videos abgeschlossen ist, klicken Sie auf Fertig. Nun können Sie das Video wie gewohnt als Datei abspeichern oder auf einer Plattform hochladen.